Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Heute geht es um die Folgen von Chemo und auch Bestrahlung. Vor allen Dingen, was passiert mit unseren Schleimhäuten und mit unserer Haut? Haben wir da eine Möglichkeit, über bestimmte Kosmetik eine Regeneration zu unterstützen oder richten wir durch die falsche Kosmetik sogar noch mehr Schaden an? Über all das sprechen wir heute mit unserer Expertin Helena Paulus und ich freue mich sehr, dass sie heute zugeschaltet ist. Bleiben Sie dran. Hallo Helena, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, wir haben ja immer wieder extrem spannende Interviews mit dir, weil du ja auch wirklich in dieser ganzen chemischen Fachkunde, wo uns da so der ein oder andere Schadstoff untergejubelt wird, sage ich mal, dass wir da wirklich mal eine Übersicht bekommen. Jetzt ist für mich natürlich die Frage, was passiert denn bei einer Chemo oder bei einer Bestrahlung überhaupt mit der Haut? Ja, Chemo hat ja im Grunde genommen diverse Eigenschaften, soll ja eben die Zellteilung, ein Krebs ist ja ein unkontrollierbare Zellteilung und diese Zellen sollen ja dadurch eben abgetötet werden. Leider tötet sie natürlich dann auch, weil sie das ja nicht differenzieren kann, mitunter schwächt oder tötet auch gesunde Zellen, aber auf jeden Fall schwächt sie. Und das merkt man dann ja auch zum Beispiel eben auch durch Haarverlust. Man merkt es durch eine trockene, spröde, rissige Haut, durch Verfärbungen der Haut, durch Schleimhäute, die gereizt sind. Das merkt man dann beim Zähneputzen, beim Essen, beim Zahnarzt, Blutungen, Schwäche. Man merkt es durch Trockenheit im Intimbereich, durch Extreme und, und. Also die Bandbreite ist groß. Also ich habe da wirklich viele, auch dadurch, dass ich natürlich mit sehr vielen Menschen in Kontakt komme, auch eben bei Haut, eben nicht nur bei Schönheitsfragen, sondern eben auch bei thematischen Fragen, gibt es wirklich, manchen platzen die Fußsohlen auf, dass sie rausbluten und. Also die Haut ist sehr, sehr in Anspruch genommen durch so etwas. Und dann gibt es natürlich auch wiederum Mittel, die das Ganze verschlimmern und uns augenscheinlich als Wund- und Heilsalbe oder was auch immer untergejubelt werden, oder? Was gibt es da zu beachten? Also grundprinzipiell erstmal eine Haut. Jede Haut braucht Nahrung. Ja, man bekommt es durch das Körperinnere über Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen, sofern sie hochwertig sind und volle Enzyme und Vitamine sind. Nichtsdestotrotz ist die Haut immer so das mit am letzten am Geschehen, denn unsere Nahrungsmittel sind von vornherein nicht mehr die, die sie früher waren. Früher war ein Apfel, vor 30 Jahren hatte er mehr Inhalt als jetzt und vor 50 Jahren noch mal mehr. Und wenn ich schon weniger drin habe, muss mein Körper damit versorgt werden, komplett. Und da werden erstmal alle lebensnotwendigen Organe wie Hirn und Herz und alles, was da so ist, zunächst versorgt. Die Haut bekommt auch ihren Teil ab, aber lang nicht mehr das, was ihr gut tut und was sie brauchen würde. Bei einer Therapie, gerade in einem Krebsgeschehen, durch Krebs ist der Körper von Haus aus schon so oder so geschwächt. Und somit auch die Haut, unser größtes Organ. Dann kommt noch eine Therapie, für die man sich zum Beispiel entschieden hat in diesem Zusammenhang, die schwächt dann unter Umständen noch mal mehr. Und dann kommt noch Kosmetik on top, die Inhaltsstoffe hat, die diese Haut noch mal schwächen. Und das ist der Standard. Also wenn wir normale Kosmetik, und da rede ich über Dr. Brands, über was kriege ich so in der Apotheke, was kriege ich bei einer Kosmetikerin, was kriege ich im Drogeriemarkt. Die Standardkosmetik ist voll von Stoffen, die toxisch sein können und die der Haut schaden können. Die zum Beispiel jemand, der ohnehin schon Krebs hat, sollte zum Beispiel mit vielen Stoffen gar nicht in Berührung kommen. Zum Beispiel niemals mit hormonell wirksamen Stoffen, denn die sind ja auch für ein Krebsgeschehen gerne zuständig, wie zum Beispiel bei Brustkrebs, hormonellen Brustkrebs, Prostatakrebs und anderen. Und ich sollte dann auf jeden Fall die Haut nähren und nicht schwächen, zum Beispiel durch Erdöle, Silikonöle, Glycerin, andere Feuchthaltemittel. Alles Dinge, das heißt, es ist nicht so, dass sie unsere Haut feucht halten, das ist ein irreführendes Wort, sondern sie speichern aus unserer Haut heraus, bestenfalls Wasser heraus und lagern oben auf, also sie addieren nicht zu der Haut. Das heißt, wenn ich hier durch einen geschwächten Körper, durch eine Therapie, für die ich mich entschieden habe, Nachteile bereits habe, darf ich die nicht mit der Kosmetik verstärken. Und ich habe zum Beispiel eine Freundin,
die hat sich eben auch damals für Chemo entschieden, mit ihrem Brustkrebs, den sie damals hatte. Und als sie dort war, vor Ort im Krankenhaus, hat man ihr so ein Care-Pack-Bag mitgegeben. Da waren diverseste Produkte von einer Firma drin. Da hat sie mich dann gleich kontaktiert und gesagt, hey Helena, schau dir das mal an. Was hast du, was sagst du dazu? Sind die okay? Und ich habe drei von dieser Firma mal, das sind die ersten drei Inhaltsstofflisten, die würde ich gerne mal zeigen, einfach mal durchgehen, damit ich mal zeige, was wird so empfohlen an einer Stelle, wo ich quasi mit dem Problem komme. Und da ist bekannt, ich habe trockene, rissige, ich habe Schleimhautprobleme, Hautprobleme, und das wird empfohlen, das wird mit nach Hause gegeben mit dem Gedanken, nutzen Sie das. Ja? Und da ist zum Beispiel die Nachtcreme. Wenn ich mir die mal anschaue, was ist so drin? Das ist zum Beispiel Dimethicone. Das ist ein Silikon, ein Weichmacher, suggeriert mir einen Pflegeeffekt, ist ein komplett totes Produkt, schließt meine Haut luftdicht und wasserdicht ab. Unter dieser Schicht schwitzt meine Haut, es bildet sich Feuchtigkeit, und wenn ich das abwasche, wasche ich diese Feuchtigkeit gleich mit ab. Außerdem kann ihre Entgiftungsfunktion, die die Haut ja auch hat, Elimination von Stoffen, die da auch passiert, die wird da verlangsamt, unterbunden, und viele andere Stoffwechselprozesse können nicht stattfinden. Das heißt, hier wird ein Pflegeeffekt vorgetäuscht durch einen synthetischen Stoff, den ich mir, also ich meine, der gehört in die Fugen im Badezimmer, aber niemals auf die Haut. Dann ist da ein Alkoholdünat. Alkoholdünat kann sehr gut und wird häufig mit Komphthalate drin vor. Was bedeutet das? Wenn Alkohol im Produkt ist, der Hersteller umgeht die Brandweinsteuer, indem er diesen Alkohol vergällt. Und sehr gerne wird da eben Phthalate eingesetzt, und die sind hormonell wirksam. Jetzt sollte ich doch bei Krebs geschehen und in eine Therapie, die ich wähle, keine hormonell wirksamen Stoffe haben. Das ist zum Beispiel mal das eine. Dann ist da Glycerin drin, was die Haut entfeuchtet, was niemals addieren kann. Das heißt, diese Nachtcreme verspricht, und wenn ich mir das von oben anschaue, nach Wasser kommt ein Lösungsmittel, dennoch kommt Caprylic-Caprylic-Triglyceride, das ist auch nur ein totes Neutralfett, dann kommt Glycerin, dann, und echte Nahrung für die Haut ist hier, wenn überhaupt, erst ab Punkt 5 oder 6 vorhanden. Und selbst hier, das sind keine kaltgepressten Öle. Nichts weist darauf hin, dass das biologisch angebaut ist. Es ist keine Biokosmetik, aber es sind eben auch keine kaltgepressten Öle. Das heißt, die wurden Raffinationsprozess, sind die haben sie erfahren. Und das bedeutet, sie sind frei von Enzymen, Vitaminen, Mineralstoffen. Hier nährt nicht wirklich was die Haut, sondern es schwächt sie und es belastet die Haut. Also diese Stoffe sind kein Plus für die Haut. Kannst du mir was zu Panthenol sagen? Weil das sehe ich ja auch immer in Verbindung mit irgendwelchen Wund... Ja. Das ist wunderbar für die Wundheilung. Das ist ein toller Stoff, den wir auch gerne einsetzen. Allerdings bringt das nichts, wenn ich zum Beispiel sage, mit D-Panthenol und habe davor aber Glycerin, Silikonöl, Mineralöl. Wenn die Basis nicht stimmt und meine Haut bereits okklusiv abgedichtet wird, dann kann auch dieser tolle Stoff nicht mehr wirklich eindringen, kann von der Haut nicht verstoffwechselt werden und nicht wirklich dazu addieren. Das heißt, Stoff an sich super, wenn er in der richtigen Einsatzkonzentration kommt. Das heißt, dass die Haut ihn auch erkennen kann als solches und damit wirklich was anfangen kann. Und wenn das Basisprodukt nicht von vornherein so ist, also wenn die Basis nicht stimmt, dann kann der einzelne Wirkstoff nicht mehr viel ausrichten. Okay. Aber der Stoff an sich, wunderbar. Mhm. Und wenn ich dann zu einer weiteren Inhaltsstoffliste komme, auch von dieser empfohlenen Firma, da zum Beispiel ein Reinigungsgel. Hier gibt es bereits ein Sulfat als Tensid. Sulfate sind wirklich aggressive Tenside, und diese Haut, die schon so geschwächt ist, sie dann nochmal so zu belasten mit einem so aggressiven Tensid, absolut kontraproduktiv. Hier gibt es milde Zuckertenside, Proteintenside, die immer noch, jedes Tensid hat einen Reizwert, aber bei weitem nicht so wie ein Sulfat. Dann ist da Glycerin drin, das eben die Haut entfeuchtet. PEG-Substanzen, eine Haut, die schon so geschwächt ist, PEG-Substanzen schwächen die Barrierefunktion der Haut nochmal zusätzlich. Also sie sind etoxylierte Substanzen, die die Hautbarriere
nochmal auseinanderbrechen lassen. Und hier ein EDTA, ein Chelatbilder, da können Schwermetalle und andere Dinge können da ganz leicht andocken. Das ist deswegen beliebt, weil es das Produkt haltbar macht. Allerdings schleust das sehr viel leichter, wenn PEG-Substanzen im Produkt vorhanden sind, kann es auch Stoffe, die thematisch sind, in den Körper noch leichter hinein befördern. Und das wäre hier zum Beispiel durch Benzophenone. Das ist ein chemischer UV-Filter, der hormonell wirksam ist. Und der kann also noch leichter in das Körperinnere hineindringen, in die Blutbahn, sich in den Organen. Und man hat diese Stoffe, Parabene und andere Stoffe, in Tumoren gefunden, wo sie quasi ihr Unheil anrichten. Und die sollten niemals in Kosmetik vorkommen und schon gar nicht in der Kosmetik vorkommen, die zum Beispiel uns empfohlen wird bei einer Therapie bei Krebs. Also das ist total kontraproduktiv. Von der gleichen Firma haben wir dann ein Kompaktpuder. Hier eben das, was ich gerade gesagt habe, Methylparaben, Propylparaben. Das sind diese Stoffe, zu denen gibt es unzählige Studien von diversesten wissenschaftlichen Laboren, die ganz klar besagen, dass diese Stoffe in Tumorgewebe intakt gefunden wurden. Das heißt, die wurden über die Haut aufgenommen und sind hormonell wirksam. Man hat in vitro feststellen können, dass das Krebsgeschehen, was also zum Beispiel, wenn ein Krebsgeschehen im Körper ist, das durch diese Stoffe ganz klar begünstigt wird. Wenn ich dann gehe ich mal zu einer anderen Creme, also das war jetzt nicht die empfohlene, aber das ist einfach mal, um zu zeigen, ist teurer besser? Nicht unbedingt. Es weder billig noch teuer sagt etwas aus, sondern es sagt wirklich nur was aus, was ist denn in diesem Produkt an Inhaltsstoffen vorhanden? Das ist das einzige Kriterium, das es zu bedenken gilt. Das sind eben die Methikone wieder, die Silikonweichmacher. Da sind PEG-Substanzen, die erkennt man entweder an PEG oder an der Endung ETH, so wie hier Stearet-2, Stearet-21. Das heißt, hier wird auch meine Haut geschwächt, meine Hautbarriere wird gelockert. EDTA, das nimmt alles, was nicht gut ist, wieder mit rein. Ein BHT, das auch als Haut ihre toxikologisch bedenklich gilt. Und. Die Liste ist lang. Gehen wir mal weiter zu einem Shampoo. Einfach nur mal, dass man den Menschen, der davon betroffen ist, es ist wichtig, dass da ein Bewusstsein geschaffen wird, dass er sich mal klar macht, es ist eben, ich bin in einer schwierigen Situation ohnehin und ich darf meine Situation nicht noch verschlimmern durch zum Beispiel ein Shampoo. Und wenn ich mir dieses Shampoo anschaue, und das ist ein gängiges Shampoo, dann ist hier ein hochaggressives Tensid, Sodium-Lauret-Sulfat, das ist auch methoxyliert, das ist ein Sulfat. Und diese Tenside, die haben sein großer Bruder und er, die haben einen bis zu 100-prozentigen Reiz, weil die werden gerne in der Biotechnologie als Eiweißdenaturierer benutzt. Und unsere Zellen bestehen aus Eiweiß. Also wie sinnvoll kann es sein, wenn wir ihre Zellmembran schädigen und auch verflüssigen durch solche Stoffe. Auch hier ein EDTA und das, was ich Polyquaternium, das ist gerne, wird gerne mal genommen als Silikonersatz. Dann kann man dann vorne branden, kann man sagen, hier ohne Silikone, dafür aber mit Polyquaternium. Und Polyquaternium kann hochtoxisches und krebsauslösende Acrylamide, kann Spuren davon enthalten. Und ich sage bewusst kann, weil in der Kosmetik wird vieles gefunden, wenn man Stichproben unternimmt. Da gibt es etliche Studien, die Stoffe, die an sich verboten sind, dann doch wieder auffindbar machen. Und ja, es ist dramatisch. Beim Shampoo, da gibt es ja diese Thematik mit Schuppen. Und ich habe immer mal wieder auch gehört, dass in diesen speziellen Schuppenshampoos auch so was Cortison-ähnliches drin ist, dass wenn man das dann absetzt, dass man dann eben nochmal eine deutliche Verschlimmerung bekommt. Das gleiche kennen wir ja auch bei so einem Lippenpflegestift, der sehr bekannt ist, wo Leute sich wirklich abtrainieren müssen und in der Abtrainierungsphase die Lippen ja aufplatzen und bluten. Was sind das für Stoffe, die diesen extremen aggressiven Suchtcharakter und die Folgeschäden eigentlich verursachen?
Also grundprinzipiell sind sehr viele Stoffe, also jetzt in diesen zwei Fällen, ich komme gleich drauf, sind sehr viele suchtmachende Faktoren, aber in Kosmetik im Allgemeinen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Lippenstiften wird ja eben sehr gerne Erdöl genommen. Und Erdöl ist, das ist, also man muss lange suchen, bis man eins ohne findet. Und Erdöl hat viele Namen, das heißt, es ist nicht gleich so leicht erkennbar. Cera microcristallina, Vaseline, Ozokarit, Paraffinum liquidum und. Also da gibt es noch eine ganze Bandbreite mehr. Und das hat einen Okklusiveffekt auf der Haut. Das heißt, die Haut fühlt sich zunächst mal prall an, nehmen wir mal die Lippen in dem Fall, die fühlen sich in dem Moment weich an und gepflegt und ich merke, wie eine Schicht auf diesen Lippen, das suggeriert mir quasi eine Schutzschicht auf meinen Lippen. In Wahrheit ist die Haut, wird A, nicht genährt, weil in diesem Stoff ist tot. Da ist nichts, was nähren könnte. Das kann nicht verstoffwechselt werden. Das kann die Lippenhaut nicht dazu nutzen, um sich selber aufzubauen und zu regenerieren. Das ist komplett unmöglich. Und unter der Haut zum Beispiel bildet sich ein Wasser. Die Haut eliminiert ja dauernd was. Also die schwitzt, man schwitzt, man transportiert Stoffe. Und in dem Moment, wo man etwas Okklusives auf der Haut drauf hat, wie eben Silikonöle und Erdöle und ja, so Stoffe dieser Art, dann kann das nicht abfließen. Und in dem Moment, wenn ich mir dann irgendwann einmal, wenn ich Zähne putzen gehe oder wenn ich mir das wenn ich wasche oder wenn ich vielleicht auch was schlucke und dann kommt es, dann schlucke ich immer Teile davon mit, dann merkt man erst, dann wird die Feuchtigkeit quasi mit abtransportiert, die da unten drunter gelagert hat, die nicht abgehen konnte. Und es wird noch mehr Feuchtigkeit mit hinausgezogen. Das heißt, ich werde praktisch A, nicht genährt und B, werde ich aktiv entfeuchtet. Und das heißt, ich entwickle sehr leicht eine Sucht nach diesen Mitteln. Und ich kann davon ein Lied singen. Also ich habe da wirklich lange gebraucht, bis meine Lippenhaut sich wieder in eine Normalität befunden hat. Das ist das eine. Und bei den Schuppenshampoos, ja, das ist wie bei vielen Dingen, da kommen Stoffe wie Climbazol und andere zum Einsatz. Und diese Stoffe sind aggressiv. Die sollen ja diese Schuppen ablösen von der Kopfhaut. Das heißt, sie haben natürlich, sie sollen nicht nur entfetten und sowas wie mein Haarspray oder sonst irgendwas von den Haaren runternehmen, sondern sie sollen diese Schuppen, die da auch mit verklebt sind, aktiv runternehmen. Und das sind aggressive Stoffe und logischerweise entfetten und entfeuchten sie die Haut sehr intensiv und reinigen sie sehr intensiv über die Massen. Also je mehr es schäumt, umso mehr weiß man, dieses Tensid ist hoch aggressiv und Schaum zeigt nur, dass hier ein zu viel an Tensid ist und zu wenig an Schmutz, das abtransportiert werden konnte. Das ist wie ein Überschuss. Natürlich gibt es auch noch Schaumbildner, die extra dazugegeben, weil der Mensch ist ja durch Werbung mehr oder minder verdorben und denkt, nur wenn es gut schäumt, dann macht es auch sauber. Das ist weit gefehlt, das ist ein Irrglaube. Und viele dieser Stoffe machen die Haut abhängig, statt sie zu nähren. Eine Haut ist wirklich darauf angewiesen, dass sie genährt wird und gerade eine belastete Haut, wie es eben bei einer Chemo- oder Bestrahlungstherapie der Fall ist. Denn ich habe jetzt noch mal noch zwei Inkis, also zwei oder drei Inkis. Mhm. Einmal der Körpermilch, da ist eben auch ganz weit oben Petrolatum, ein Erdöl zu finden. Gleiches, das, was ich schon gesagt habe, neben dem, dass es auch giftige Kohlenwasserstoffverbindungen haben kann. Glycerin, das die Haut entfeuchtet, Silikonöle. Diese Körperpflege besteht quasi nur, mehr oder minder eigentlich nur aus Stoffen, die süchtig machen. Und jetzt ein ganz großes Thema bei Chemotherapie ist eben also Mundhygiene, Zahnfleisch. Das ist ja, da haben die Menschen wirklich große Probleme mit. Und meine Freundin, die ja damals eben auch diese Therapie sich unterworfen hat, gesagt, weißt du, ich war die Einzige, die eine intakte Mundschleimhaut hatte. Und das hat mich wirklich glücklich gemacht. Ja, das war, neben all den Problemen, die man da so hat, braucht man das nicht noch zusätzlich. Mhm. Und wenn man sich das hier anschaut, gleich an erster Stelle Glycerin. Glycerin ist wie ein Wassermagnet. Und jede Haut ist nur dann leistungsfähig, wenn sie auch
über einen eigenen Feuchtigkeitshaushalt verfügt. Und die Mundschleimhaut muss ja natürlich noch viel feuchter sein wie eine Haut, die wir im Außen tragen. Und hier wird sie aktiv gleich durch den ersten Inhaltsstoff entfeuchtet, das heißt auch geschwächt. Dann sind da eben auch wieder PEG-Substanzen drin und ein super aggressives Tensid, das, also das Sodiumlaurylsulfat ist das Number One. Das wird weltweit in Studien dazu genutzt, um eine Haut zu reizen, und da genügen schon 0,5%, sodass man die Heilungskraft der Stoffe, die man im Nachhinein aufträgt, definieren kann. Und in Reinigungsgels, Shampoos, Zahnpastas kommt das ganz gerne mit zwischen 10% und 15% zum Einsatz. Also hier wissen wir gar nicht, was das für Schaden anrichtet, weil das wurde in der Form noch gar nicht so untersucht. Ein Mundwasser, das man dann auch gerne nutzt, also Tenside, die als bedenklich gelten. Ja, Sorbitol wirkt auch entfeuchtend, Alkohol an zweiter Stelle, ja, das wirkt desinfizierend, aber vielleicht in dem Fall auch nicht so produktiv. Aber es gibt, und das ist das Schöne, es gibt gute Dinge, die man der Haut und der Mundschleimhaut zur Verfügung stellen kann. Und wir haben eine Frau, die eben einen Brustkrebs hatte und dann eben auch die Chemotherapie unterlaufen hat, mit allen den Problemen, die man so hat. Und ich würde gerne mal ihren Erfahrungsbericht mal zeigen, was einfach zeigt, es geht auch anders. Es muss nicht süchtig machend, toxisch belastend, hormonell belastend sein. Und es addiert zu meiner Haut und es macht meine Situation nicht nur erträglich, sondern auch gut für mich. Ja? Dass ich mir wenigstens darum keine Sorgen machen muss. Super. Mein Name ist Katrin, ich bin 45 Jahre alt und ich habe 2019 im Oktober meine Brustkrebsdiagnose bekommen. Ich habe seit 2018 nutze ich die Produkte von Rela Delight und hatte vorher immer sehr trockene Haut, sehr unruhige Haut mit auch Pickel zwischendurch, auch an den Beinen, die waren immer sehr trocken und es hat sich eigentlich relativ schnell stabilisiert. Sie war relativ schnell, hat das alles aufgesogen, war sehr satt danach und rosig. So bin ich dann auch in diese Therapie reingegangen mit einer gut aufgestellten Haut. Ja, dann hatte ich die Diagnose, wurde operiert und musste leider dann auch eine Chemotherapie unterziehen. Und die Ärztin kam jedes Mal auf mich zu und hat gesagt, sie sehen aus wie das blühende Leben, als wenn sie gerade aus dem Urlaub kommen, trotz dieser ganzen Strapazen, die ich hatte, trotz der Chemo, bin ich jedes Mal dahin und sie sagte, sie sehen aus, als würden sie aus dem Urlaub kommen. Ihre Haut, die ist so rosig, die glänzt richtig oder die ist richtig, die sieht richtig gut aus. Ganz ehrlich, hatte ich überhaupt keine Probleme, nix. Ich hatte weder eine trockene Schleimhaut noch sonst irgendwelche Probleme mit meiner oder während der Chemo mit meiner Haut. Ich war einfach nur dankbar, dass ich da so gut aufgestellt durchgekommen bin. Ich hatte auch eine Bestrahlung, die ging dann von Mai für 6 Wochen, jeden Tag. Dann ist es so, dass ich mich vor der Bestrahlung zu Hause und auch nach der Bestrahlung zu Hause immer eingecremt habe. Und einmal die Woche war der Professor auch da und hat mit mir das Ergebnis besprochen, wie der Verlauf ist. Und ich habe auch immer nur gewartet, dass da irgendwie was kam. Aber nein, der Professor sagt wortwörtlich, Sie können es nicht wissen. Ich habe hier mehrere Personen täglich und bei Ihnen sieht es sehr, sehr gut aus. Und auch in Bezug auf der Haut hat er gesagt, das hat er auch noch nie erlebt, dass einer kaum oder gar keine Verbrennung hat. Ich war dann im Juli in der Kur und da war auch eine Patientin, die das gleiche Schicksal hatte und die war sogar noch in der Chemo während der Kur. Und da habe ich auch festgestellt, was das für ein krasser Unterschied ist. Sie hatte eine sehr trockene Haut, sie war sehr fahl von der Farbe, so mehr so eine Winterhaut, so eine Heizungshaut, wenn man im Winter drinne ist und sehr trockene Luft hat. Also das hat mich wirklich erschrocken, wie sie aussah, weil da ist mir bewusst geworden, wie gut ich durch
diese Geschichte mit den ganzen Produkten durchgekommen bin. Selbst die Ärztin auch in der Reha hat mich angesprochen, wie gut ich wieder vom Hautbild her bin. Sie hat ja auch viele Vergleiche, aber das hat sie auch sehr interessiert. Was dann auch noch für mich seelisch unheimlich viel gebracht hat, ist, dass ich mich jeden Tag eingecremt habe und mir jeden Tag immer über meine Narben gestreichelt habe und habe mir gesagt, alles ist gut, die Haut ist gesund, die Narben sind mittlerweile sehr gut geworden und das hat unheimlich viel in meiner Seele gemacht und ich konnte das wirklich gut abschließen, die ganze Geschichte. Ich bedanke mich auch, dass ich hier sein durfte, meine Geschichte erzählen durfte. Es war mir eine Herzensangelegenheit und ich hoffe, dass viele sehen, dass es auch anders geht, sobald man die richtigen Produkte nutzt, dass man auch gut durch diese Chemo- oder Krebsgeschichte durchkommen kann. Wow. Ja, wirklich schön, vor allen Dingen, wenn man die Patienten kennt, die da unglaublich mit Blut und aufgerissenen Hautfolgen leiden. Wenn jetzt doch der ein oder andere sagt, ich möchte mich da einfach mal reinlesen, mir mal einen Überblick schaffen, gibt es da eine Möglichkeit? Ja, also natürlich, es gibt sehr viele gute Bücher. Eines davon ist das Giftkoch der Körperpflege von der Marion Schimmelpfennig. Und wir haben auch sehr viel beschrieben auf unserer Webseite www.relight-delight.de. Da kann man sich auch zu den einzelnen Inhaltsstoffen sehr belesen. Wir weiten das auch immer weiter aus. Da gibt es auch Zeitungsartikel, wo man sich auch nochmal Blogs, die wir einfach mal befüllen, dass man sich einfach mal informieren kann. Super. Vielen Dank, Helena, für deine Zeit und wieder die aufschlussreichen Informationen. Und ja, ich wünsche dir weiterhin noch alles Gute und bis bald. Danke. Bis bald. Liebe Zuschauer, ja, wenn Sie vielleicht auch gesundheitliche Medikamente, Herausforderungen haben für die Haut, ist doch immer schön zu wissen, dass es auch Nahrung gibt und nicht nur Chemie. Und ich hoffe, Sie konnten auch einiges mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen, wundervolle Zeit und bis bald. Tschüss.